Hallo Menschen, heute möchte ich euch von einem Projekt erzählen, was aus Mangel an Fantasie bis jetzt noch Projekt gemeinsam lesen heißt. Also falls jemand von euch irgendwie eine innovative Idee hat, dann bitte her damit in den Kommentaren. Es soll prinzipiell ablaufen nach dem Vorbild der englischsprachigen Book Buddy-Athons. Ich glaube aber, dass im April jetzt kein Book Buddy-Athon stattfindet, sondern ich habe die Idee quasi genommen und so in den deutschsprachigen Raum geholt. Und ich habe mir halt als Monat April gedacht und lade das Video jetzt schon hoch, dass ihr halt lange genug Zeit habt, um euch vorzubereiten. Warum vorbereiten? Falls ihr das noch nicht kennt, bei so einem Book Buddy davon sucht man sich eben einen Lesepartner, also seinen Book Buddy, und dann liest man gemeinsam nach gewissen Aufgaben. Also ich habe mir 4 Sachen ausgedacht und ich sage es euch ein bisschen einfach mal, damit ihr versteht, was ich meine. Die erste Aufgabe lautet einfach, lest zusammen das Buch eines Autors, von dem bisher keiner von euch beiden jemals etwas las. Also ein bisschen Neuland betreten, vielleicht natürlich gerne etwas, was ihr schon immer lesen wolltet, aber etwas, was halt bisher noch nicht gelesen in eurem Regal steht. Oder auf eurem Reader oder wie auch immer ihr lest. Bei der zweiten Aufgabe trennt ihr euch quasi ein bisschen, aber es gehört immer noch zusammen. Und ich dachte mir, dass jeder von euch eines der Lieblingsbücher des jeweiligen Partners liest. Also dass man denjenigen dadurch noch ein bisschen besser kennenlernt, indem man halt liest, was er wirklich liebte. Bei der dritten Aufgabe kommt ihr dann wieder zusammen und es geht darum, zusammen einen Klassiker zu lesen. Da braucht man ja manchmal einfach ein bisschen Ansporn und ihr dürft natürlich auch gerne einen modernen Klassiker nehmen. Ich finde aber, es sollte schon so mindestens oder zumindest in die Richtung von mindestens 50 Jahre alt sein. Denn das sind sonst Titel, die vielleicht einen gewissen Hype hatten und die in unserer Generation wichtig sind. Aber ob es Klassiker sind, wissen wir halt einfach noch nicht. Das muss halt erst die Zeit zeigen. Und deswegen sage ich so, 50 Jahre wäre schon schön. Ich meine, ihr seid erwachsene Leute, die meisten von euch zumindest, ihr könnt natürlich machen, was ihr wollt, aber laut den Aufgaben sollte es 50 Jahre alt sein. Und beim vierten ist es dann wieder so eine getrennte Sache. Ich dachte mir, lies ein Buch entweder über ein Thema oder aus einem Genre, zu dem du selber selten greifst, was dein Partner aber empfehlen kann. Also es kann auch ein Autor sein, an den ihr euch bisher noch nicht herantrautet oder wie gesagt, irgendetwas, was ihr schon lange nicht mehr gelesen habt und euer Partner muss auch wiederum dieses Genre nicht ständig lesen, aber vielleicht ist es so eine Sache, die ihm da mal positiv in Erinnerung geblieben ist, sowas. Also auch da geht es ein bisschen darum, aus eurer Comfortzone rauszukommen und einfach mal in eine bisschen andere Richtung zu lesen und das wären auch schon die 4 Aufgaben. Ansonsten gibt es keine Regeln, ihr müsst keine Videos dazu drehen, ihr könnt euch auch gerne in größeren Gruppen treffen als zu zweit, aber ich stelle mir das eher schwierig vor, wie ihr euch austauscht, ist komplett eure Sache. Schön fände ich es, wenn jetzt vielleicht nicht nur Booktuber mitmachen, auch gerne Blogger oder vielleicht Leute, die halt auch einfach keinen Kanal haben, also Zuschauer aus unserer Sicht jetzt. Man kann sich ja trotzdem über WhatsApp oder E-Mail oder sonst was austauschen. Ja, wie gesagt, ansonsten gibt es keine Regeln. Das Einzige, was ich schön fände, falls ihr euch dann gefunden habt oder so, dass ihr mir einen Kommentar da lasst, einfach damit ich weiß, wer das gut findet, wer da mitmacht. Oder vielleicht auch, falls ihr noch niemanden gefunden habt, könnt ihr natürlich auch gerne unten reinschreiben, sowas wie hier, ich möchte gerne mitmachen. Oder schon sowas wie aufschreiben, welchen Klassiker, ich muss husten, welchen Klassiker ihr gerne lesen würdet. Vielleicht findet sich ja dann dadurch ein passender Partner. Also ich will übrigens auch noch mitmachen, ich habe auch noch keinen Partner, ich habe mir das jetzt gerade hier ausgedacht. Und dieses gemeinsame Lesen soll dann eben im April stattfinden und ich dachte, ich muss mindestens einen Monat Vorlauf geben, damit ihr euch erstens überhaupt mal finden könnt. Dann müsst ihr euch ja auch über die Bücher austauschen, was euer Lieblingsbuch ist, was derjenige kaufen will oder halt, man muss es in der Bibliothek vormerken, ausleihen und so weiter und so fort. Ich denke, dafür hat man dann nochmal einen Monat und im März kommt dann irgendwann noch quasi mal so ein Erinnerungsvideo. Hier im April findet dann das und das statt. Und ich glaube, das sind alle wichtigen Hinweise. Ansonsten könnt ihr das gestalten, wie ihr wollt. Und ich freue mich, wenn ein paar mitmachen, wenn sich da tolle gemeinsame Lektüre, Diskussionen, Gespräche wenigstens entwickeln. Dafür ist BookTube ja sowieso eigentlich da, aber wenn man dann nochmal so ein paar Aufgaben hat, dann ist es vielleicht etwas zielgerichteter. Und ich danke euch schon mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, viele machen mit und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.